Seit Monaten wird um Bachmut im Osten der Ukraine erbittert gekämpft. Vor allem die russischen Wagner-Söldner sind dort für den Kreml im Einsatz. Und nun werden sie von den ukrainischen Truppen aber zurückgedrängt. Das bestätigte nicht nur der Chef der Söldnertruppe Prigozhin, sondern auch der Generalstab in Kiew. Präsident Zelensky versprach unterdessen seinen Landsleuten, dass die russische Tyrannei niemals über die Ukraine oder anderswo herrschen wird. Der aktuelle Kriegsüberblick an diesem Donnerstagmorgen von Tim Dardrup. Inmitten des Gefechts zeigt dieses Video Soldaten der 3. ukrainischen Sturmbrigade. Es bewegt sich etwas im erbitterten Kampf um die Stadt Bachmut, und zwar der Frontverlauf zu ihren Gunsten. Die ukrainische Armee konnte erstmals wieder größere Geländegewinne gegen die russischen Wagner-Söldner vermelden, auch weil Wagner-Kampfverbände an einigen Stellen durch weniger gut ausgebildete, reguläre russische Armeeeinheiten ersetzt worden seien. Die Gruppe Wagner bleibt die Hauptangriffstruppe, ist aber wegen der schweren Verluste Russlands zunehmend gezwungen, reguläre Armeeeinheiten einzusetzen. Luftlandeeinheiten, motorisierte Gewehreinheiten. Leider haben unsere Jungs noch nicht die ganze Brigade vernichtet, aber zwei Kompanien sind dort schwer beschädigt worden. Der ukrainische Heereskommandeur Sirski verkündete stolz effektive Gegenangriffe um Bachmut, die die russischen Truppen bis zu 2 Kilometer zurückgedrängt hätten. Diese Aussagen decken sich in etwa mit denen des Wagner-Chefs Prigozhin, der angesichts fehlender Munition und hoher Verluste eine Einkesselung seiner Einheiten befürchtet. Er schob die Schuld dafür aber den regulären Truppen zu, die aktuell für die Flanken zuständig seien. Wie hier mit schwerer Artillerie betonte unterdessen der ukrainische Präsident Zelensky seinen Anspruch, die russischen Invasoren restlos aus dem Land zu vertreiben. Wir werden dem Feind nicht ein einziges Stück unseres Landes überlassen. Die Tyrannei wird nirgendwo herrschen. Vergessen wir nicht, dass jeder Tag, an dem sich der Besatzer auf unserem Land aufhält, für ihn eine Versuchung darstellt, zu glauben, dass er Erfolg haben wird. Derweil haben in Istanbul die ersten Gespräche zur Verlängerung des Getreideabkommens stattgefunden. Russland möchte nur zustimmen, wenn es selbst wieder uneingeschränkt eigenes Getreide und Dünger exportieren kann. Der türkische Außenminister Çavuşoğlu ist trotzdem optimistisch. Er hält eine Verlängerung von mindestens 2 Monaten für möglich. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.